Hallöchen, Popöchen. Scheiße, Alter, scheiße. Hey, YouTube, was geht ab? Ich hab was vergessen, ey. Dein Maul, was wolltest du schon wieder machen? Nee, wir hatten das ja mal da angesprochen mit dem andere Anmoderation nehmen und so. Und da hat jemand drunter geschrieben, Friesen kennt bestimmt die Anmoderation von Katja Kaczowicz. Und ich wollte eigentlich gucken und mir einprägen, was die sagt und was in der Folge sagen. Aber jetzt hast du das schon zuerst gemacht. Also mit dann natürlich mit Hallöchen, Popöchen, aber schade, ey. Ich hab's vergessen, ey. Wenn du ein kleiner Vergesslicher bist. Ja, das ist, weil ich immer so viel für dich tun habe. Friesi, mach mal Server fertig. Friesi, mach mal meine Thumbnails. Scheiße. Friesi, mach mal meine Videobeschreibung. Was hast du gerade gesagt? Ich hab so ein Klingeln auf dem Ohr. Ich bin aber auch ein Vollidiot manchmal. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ach, ich hab die Wollpalette verkauft, anstatt die Dämmerei zu geben. Das ist genau nebenan hier. Ah, oh, Manus. Aber ich hab noch eine. Chill, Bruder. Gut, ich chill. Chill dein Leben, Mann. Ja. Ich habe heute so geilen Spruch bei Facebook gelesen. Ich bin heute mit Jogginghose einkaufen gegangen und sehe jemanden, der auch mit Jogginghose einkaufen geht. Ich war zuerst total geflasht, dass es doch noch jemanden gibt, der so chillig ist wie ich. Dann fing er an zu joggen. Ich war total fertig. Das ist dämlich. So geil, ey. So, jetzt. Was? 0-0. Ach Mann, wo werden jetzt die Paletten? Achso, wir haben 8000 Paletten drin. Blabliblub. Hier kommt. Da ist jetzt drin. Und jetzt müsste gleich Dämmung produziert werden. Da bin ich echt gespannt. Wir warten mal ganz kurz. Lass mich mal kurz rein. Ich will das auch mal eben sehen. Der Helfer ist noch nicht fertig. Nein. Hier. Warten nämlich. Irgendwann sollte jetzt Dämmung produziert werden. Die haben nämlich alles. Die Zeit mal eben ein bisschen vornehmen. Was? Info Wolle leer? Ja, der hat das noch nicht registriert. Ja, doch, Info Wolle leer? Oh, es geht los. Ja, ich habe mal eben die Zeit vorgenommen. Ja. Aber jetzt wird Dämmung produziert. Cool. Oh lol, das sieht echt aus wie Rockwolle. Ja, geil. Wenn du Rockwolle geil findest, kannst du zu mir kommen, dämmen. Wurde gespachtelt, Alter. Was denn, dein Mittagessen? Also reingespachtelt, ich weiß nicht, ob es das Sprichwort bei euch gibt. Ja, ja. Gespachtelt. Ja. Als ob du heute gespachtelt hast, ey. Hab ich ja da. Ja. Hier muss ich gleich noch schneiden, wenn du hier fertig bist, ey. Ich bin so gespannt. Deine Ansage wieder hier. Und dann guckt euch mal meinen Baulog an und ja, dass dein Baulog nicht so interessant ist wie meins. Ach, andersrum, dass mein Zimmer nicht so interessant ist wie dein Baulog, das ist klar. Aber das, was du den ganzen Tag machst, Alter, das mache ich während des Umziehens. Ja, ist auch okay. Ich hab zwar Zeit. Nein, Spaß. Warte mal, jetzt haben wir das erledigt. Was wolltest du jetzt vorhin noch von mir? Was sollte ich machen? Ach so, die Paletten. Ja, hier nochmal zu den. Ich komme hier nie dazu, irgendwas zu machen. Ja, Bretterpaletten, ich weiß. Oh. Ah, warte, wir haben noch 5400 Liter hier bei den. Brauchst du erstmal nicht. Ja, warten jetzt. Ey, brauchst du nicht. Du hast 67% drin. Nee, lass mal sein. Lass das mal sein. Ja. Wo sind denn noch 67% drin? Bei den Hühnern. Da müssen wir Bretterpaletten hin und da sind noch 67% drin. Lass das mal. Kannst die Eier auch mal rüberfahren, das kannst du mal. Fahr die scheiß Eier selber rüber! Ich bin am Düngen da oben, machst du mal. Oh, was? Boah, ey. Hätte. Was denn? Ich würde mal kurz was anderes gucken, warte mal. Scheiße, ey. Was haben wir denn hier schon drin? Oh.
Güllegrube und Misthaufen. Also wir haben schon ungefähr 5000 Gülle und 4000 Mist. Das können wir tatsächlich mal abholen. Obwohl sich da ein voller Anhänger natürlich mehr lohnen würde. Du düngst jetzt? Ja, ich muss noch zwei Bahnen düngen, aber der Helfer ist ein bisschen langsam hier. Der JCB sät an. Der ist am Grubbern. Ach, der Grubber, dann fahre ich jetzt mit der Sämaschine hin. Und baller gleich die Saat aufs Feld. Es geht nämlich voll auf den Sack, dass du das nicht hinkriegst. Das wäre eine gute Idee, ja. Ja. Warte mal. Nochmal gut, dass du dort hinkriegst. Oh, quietsch den Reifen, komm ich um die Kurve gefahren, Junge. Weil ich mich vor Arbeit gar nicht retten kann. Ups. Zack, die Bohne. Zack, die Bohne. Fisi kriegt auf die Melone. Ich hab heute Kabel verlegt, Fenster eingebaut, ey, läuft. Ey. Also ich mache eine Wette, du hast das Kabel genommen, hast es auf den Boden gelegt und hast zugeschaut, wie dein Dad das Fenster eingebaut hat. Ja, ich habe auch mal festgehalten, weil das eben gerade sein musste. Du bist so ein typischer Kandidat für den Spruch, hey, wenn du auf Baustelle bist, hey, Füsi, kannst du mal halten? Ja. Und dann kommst du so und sagst, was denn? Und dann kannst du einfach so sagen, die Klappe. Auf der Arbeit nennen sie dich auch 007, oder? Auf der Arbeit? Ja, null ja. Ahnung, null Bock, 7 Pausen. Ja. Ist klar. Aber den Spruch kennst du nur, weil die bei dir auf Arbeit dich so nennen. Das ist mal fuck, nee. Alter, aber hundertprozentig. Den habe ich hier immer gesagt zum Praktikanten da. Mhm. Ist ich immer zum Tode, Alter. So. Ich erinnere mich immer so an dich. Praktikant? Ja. Große Klappe und gar keine Ahnung. Ja. Ich sprach aus dem Teil der Ahnungslosen. Was hast du für Kabel verlegt? LAN-Kabel. LAN-Kabel? Ja. Direkt fertiges LAN-Kabel gekauft. Ja klar, 30 Meter war aber ein bisschen viel. Stop it. Zu blöd, einen Zollstock zu bedienen, ey, ohne Mist, Alter. Ey, ich hab das so Pi mal Daumen abgeschätzt. Ja. Wie viel waren es? Wie viel Meter? 8? 10. Wow. Ja, ich hab aber gedacht, du hast dich um 20 Meter verschätzt? Wow, ist das. Nein, das ist hart. Ich hab ja extra mehr genommen. Weil ich ja dachte, gut, wenn du unten nochmal umbauen willst oder wenn so. Wenn du unten nochmal ins Haus wickeln willst. Ja, habe ich so gedacht. Ich dachte, vielleicht kommt ja der Manus mal zu Besuch und unten für Livestream und so. Braucht er ja auch ein bisschen Kabel, dann müssen wir da vielleicht einen Switch hinstellen und so. Switch! Warum sind die ganzen Türen zu, Alter? Ja. Manus, hörst du überhaupt zu, wenn ich mit dir rede? Die Frage kannst du dir jetzt selber beantworten. Anscheinend nicht, ja. So, Sämaschine. Wir sehen Weizen an, haben wir gesagt, ne? Ja, bitte. Scheiße, bitte kannst du dir auch schenken. So. Okay. Was, müde oder was? Ja. Jetzt werde ich laufen. Beim nächsten Mal, wenn du die Eier da wegstellst, du die von den Hühnern lehnst du in die Party-Eier rein, Alter. Stellst du die einfach daneben. Bist du steif? Was? Ich habe eine Palette weggestellt und hier steht ja zwei, ne, drei, also weißt Bescheid. Was? Ha! Bin vorhin mal eben so aufgefahren, wo ich das gesehen habe. Alles klar, Mann. Hä? Alles klar, Mann. Gut.
weit. Ups, was macht der denn da? Wer denn? Boah. Ich hab das gedrückt, fuck. Sag mal, was gibt's denn hier alles, ey? Wir haben ja übelst viel Saat, vielleicht sollten wir mal was anderes ansehen. Warte mal, was haben wir denn noch? Wir haben noch. Hä, das ist ja gar nicht aufgelistet. Ach doch. Diesen Bug verstehe ich nicht hier mit diesem Geld, ne? Ich kann von der Seite nicht rein. Hm. Doch. Lohnt sich alles nicht. Okay. Erdbeerchen würden sich auch lohnen, sehe ich gerade so. Gar nicht mal so schlecht. Die brauchen wir doch eh für den Joghurt, oder? Weiß ich nicht. So. So, ne, ich bin dann ansehen, ne? Tschaußen. Tschüss, ich komme auch gleich noch eben hoch. Was bist denn du denn da schon wieder? Ja, ich muss noch die eine Bahn düngen, weil der Helfer noch nicht so weit ist und da muss der Düngerstreuer da auch erstmal wieder zur Seite gefahren werden. Weil die dritte Düngerstufe muss ja nach dem Ansehen direkt passieren. Aha. Ja, wenn du mal ein bisschen länger LS spielst, dann. Aha. Weißt du Bescheid, da. Ich denke auch. Das ist natürlich echt bescheuert. Jetzt hab ich wieder keine Linien, ey. Oh, ich könnte heulen. Wieso habe ich denn keine Linien? Meinst du mit Linien? GPS. Das ist die böse Taste wieder gedrückt hatte. So. Sonst musst du mal eben einmal New und Automatik nochmal machen. Hä? Nee, das geht ja nicht, oder? Ja. New, wo war New? Ach, hier. Nein, die Linien kriegst du nicht mehr angezeigt, wenn du das einmal deaktiviert hast. Ja, der Helfer ist fertig mit der Arbeit. So. Okay. Theoretisch müsste es jetzt gehen. Das ist wunderbar. Ja, geht auch. So, also wir sehen an Weizen, ne? Ja. Weizen. Anschalten. Runterklappen. Ab geht's. Die Spurreise unten, ich war blöde. So. Okay, passt. Läuft. Schön. Jetzt sind wir Steuer erstmal hier hinten wieder hin. Alter, wie krass der ins Feld einsinkt, ey. Da, da, da. So, jetzt kannst du mir noch eine schöne Geschichte erzählen, um mich zu unterhalten, mein Freund. Ich habe nämlich hier ein paar Bahnen vor mir. Geschichte ist, dass hier in 30 Sekunden die Folge ist. Keine gute Geschichte. Ist der hier wieder diese. Wo ist denn der Jesse B? Ist der fertig? Ja, den fahre ich jetzt gleich weg. Ja, dann bring den mal zu mir hier, dann sehe ich mir den an.
So. Aber wir sollten hier echt den Dings mit reinnehmen, den Vehicle Extension. Gut, na dann. Hau mal rein hier. Los da. Ja, was ist los? Hau rein. Was, hau rein? Achso, ich mach. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier im LS17. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sind erstmal raus. Schaut bei Füßi vorbei. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.